Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K23. Ich hatte euch ja gefragt, ob ich mehr zocken soll, versuchen soll, ein Ticken mehr zu zocken. Ihr habt da für Ja geantwortet. Dank für euer Feedback auf jeden Fall. Ich werde schauen, dass ich das hinkriege, dass man da hier und da auch in der Regular Season etwas mehr zockt. Und dann gehen wir doch direkt rein, ne? Bewerkstelligen wir das doch gleich mal. Ich versuche mal so zumindest also zweimal fix reinzugehen. Das sowieso habe ich ja eh vor. Aber vielleicht noch ein drittes Mal immer reinzugehen. Da hat man noch ein bisschen mehr Gameplay. Aber natürlich gibt es auch immer Phasen, wenn man zum Beispiel viel jetzt im Trades ist, wie jetzt in der letzten Folge mit der Trade-Deadline, dass dann auch einfach mal weniger gezockt wird. In solchen Folgen ist, denke ich, verständlich, weil man da einfach vieles andere noch vorhat. Jetzt hat hier Doncic das Mismatch. Gehen wir hier gleich in die Eiso gegen Jakob Pötl, müsste es sein. Ja, Pötl weiß da gar nicht wohin. Und dann holt sich Luca das Foul. Ne, Zach Collins war es nicht, Jakob Pötl, sorry. Freiwurf Luca, ne. Dem seine Freiwürfe sind echt nicht so stark, ne? Den macht er dann, schön. Buddy Hield jetzt von Anfang an mit dabei auf jeden Fall. Hield ist hier jetzt auch mit am Start. Unser neuer Mann, ne, da werden wir auch gucken, wie der sich so anstellt. Was man auch mal probieren kann, theoretisch, ne? Wäre, wenn man zum Beispiel sagt, jo, wir wollen Dinwiddie, dann wollen wir hier nämlich mal Buddy Hield haben, dann hätten wir nämlich volles Scoring da vorne und viel Unterstützung eben für, wie heißt es, für Luka Doncic und dann könnte man hier Finney Smith spielen lassen. Das wäre eine 5-Out-Aufstellung und das können wir gleich mal testen, ne? Why not? Das kann man direkt mal testen und dann schauen wir mal. Hier Richardson wird den Ball reinbringen. Dafür ist die Regular Season natürlich nochmal gut, gerade hier gegen Ende nochmal ein paar Sachen zu testen. Und das ist der Stil von Finney Smith. Da drüben ist jetzt Buddy Hield. Der war schwierig, den macht er dann auch nicht. Wood ist leicht verletzt immer noch. Jones. Jones immer noch im Ballbesitz. Richardson. Jetzt hier Johnson, Keldon Johnson. Ich wollte eigentlich mit Wood. Sollte viel früher den genommen haben, ne? Nicht ganz so funktioniert. Dann jetzt Luka Doncic. Bei so einer Aufstellung kann man dann natürlich Floppy spielen. Und irgendjemand kann sich freilaufen. Das ist eigentlich egal, wer. Ja, ist aber schlecht gelaufen dann in dem Fall. Beziehungsweise die Screens waren nicht so, dass ich sage, yo, da kann man was mit anfangen. Das ist wieder nicht perfekt. Dann macht das Luka jetzt mal alleine. Nicht mehr viel Zeit für Luka. Ganz, ganz schwierig. Wood ist da. Starker offensiver Rebound wird aber weggeblockt. Dann ist hier, ach, da, jetzt ist Wood erst hier. Und was war? Er war weggeblockt. Dann war das davor, wer war denn das davor dann? Keine Ahnung. Buddy Hield. Ja, auch nicht perfekt, okay. So einfach läuft das dann nicht gegen die Spurs. Auch wenn sie ein Tanking-Team sind. Ach, ich gehe zu früh hoch. Das war dann schwach, okay. Meine Free Guard Lineup, ne, auch wenn Buddy Hield auch normalerweise auf Small Forward spielen kann, durchaus, aber das ist hier mehr oder weniger eine Free Guard Lineup, das klappt nicht so ganz. Ach, nicht drin, ne? Aber Luca holt seinen eigenen Rebound stark. Jetzt hier Luca. Finney Smith an der Dreilinie, das muss jetzt klappen. Der ist auch nicht drin. Ja, wir sind gerade kalt, ne? Wir sind gerade kalt, was das Scoring angeht. Und die machen es dann einfach, ne? Kurze Timeout hier, das läuft so nicht, ne? Das läuft so nicht. Gehen wir doch wieder hier aufs Feld, erste 5. Ja, holen wir Capella rein, ein bisschen Körperlichkeit, Pick and Roll mäßig, ne? Vielleicht einfach schnelles Pick and Roll mit Clint Capella. Oder halt mit Christian Wood, wenn es auch klappt. Luca. Ja, der kommt an. Das ist aber den Passqualitäten von Luca geschuldet. Weil das war schon ein High-Risk-Pass, ne? Gehen wir weiter, komm. Dann schauen wir hier gleich mal. Richardson auf Jones gespielt gehabt. Johnson. Schwierig. Ah, der ist nicht drin und unser Ball, Gott sei Dank, weil sie den direkten Putback versuchten. Luka Doncic. Luka zieht alles jetzt auf sich. Oh, gut, die Zone ist frei, ne?
Okay, nur noch 3 Punkte Unterschied. Nur noch 3 Punkte. Wir machen Druck. Direkte Ganzfeldpresse hier. Ah, Johnson, ich warte nur, bis er in die Zone geht. Jetzt wird es schwierig langsam für sie. Der ist nicht dran, da war Capel, der den hat. Ne, Wood hatte den. Jetzt Luca. Jetzt brauchen wir einen Luca-Moment. Oder einen Floppy-Moment. Come on. Ihr müsst euch freilaufen, schneller. Buddy Hield, es ist zu langsam. Es war zu langsam. Und der ist, der wäre drinne. Er wäre drinne. Er wäre drinne. Aber es war dieses Minimal an Zeit. Er wäre drin gewesen. Er wäre drin gewesen. Okay, Niederlage nehmen wir mit. Nehmen wir leider mit, ne? Ich will eigentlich in dieser Folge schon Richtung Season Ending gehen. Also Regular Season Ending. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen auch simulieren durchaus, Christian Wood. Kriegst mal eine Minute Restriction, ne? Gegen Kleber, Bertans, mehr Minuten. Gehen wir mal vor hier, ne? Carmelo Anthony ist vollständig back. Okay, dann machen wir es doch mal so, dass Wood einfach komplett rausgeht und Carmelo Anthony endlich mal spielen darf. Der startet auch mal direkt. Geben wir Melo direkt mal Starting Minutes als Scorer. Wir gucken mal, ne? Ich will schon ein bisschen ticken vorwärts kommen in dieser Folge, weil es geht ja eigentlich um nichts mehr, außer darum zu wissen, sind wir Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter. Also klar geht's da um was. Aber... Bertans mit 24 Punkten, sehr stark. Also er liefert ab eigentlich, ne? Aber was ich meine ist, dass wir so schon zum Ende kommen, weil jetzt einfach nicht mehr viel passiert. Keine Trades mehr, keine Vertragsverlängerung mehr. Man weiß schon, dass man in den Playoffs ist. Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch kein Kampf mehr, ob man reingeht oder nicht. Jetzt hier gegen die Pacers drehen wir das. Schön. Dementsprechend will ich immer nach dem All-Star-Break schon zum Ende kommen. Ich denke, das ist dann auch immer der perfekte Zeitpunkt, um da das Ganze etwas zu beschleunigen. Jetzt haben wir Vertragsverlängerung. Jetzt wird es interessant. Können wir verlängern oder nicht? Hield will nicht. Ah, aber Maxi Kleber würde verlängern und Nili Kina. Nili Kina will ich nicht verlängern. In ihm sehe ich einfach keinen zukünftigen Spieler, den ich gebrauchen kann. Maxi Kleber aber definitiv. Und er würde nur ein Minimum-Contract nun wollen? Sein Ernst? Okay. Maxi Kleber nur einen Minimum-Contract, das finde ich interessant. Eigentlich hat er sich mehr verdient, aber hey, ich will nicht meckern. Kriegen wir noch eine Team-Option, kriegen wir nicht rein, ne? Was für mit einem 1-plus-1-Vertrag? Nee, aber dann nehmen wir die 3 Jahre Kleber, oder? Kriegt jedes Jahr nochmal ein bisschen mehr. Er ist halt jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Und er freut sich dann wahrscheinlich einfach nur hier zu bleiben. Maxi Kleber hat den Vertrag angenommen, sehr schön. Das ist dann wahrscheinlich die Kombination aus dem Alter und Co., ne? Haben wir Kleber jetzt noch 4 Jahre, spielt seit Anfang an nur bei den Mavs. Sehr schön, Nili Kina würde halt auch verlängern, da müsste man halt gucken, ob man da ihn runterdrücken kann. Aber der wird ein Minimum-Contract halt nicht annehmen, ne? Und dann heißt es, okay, Nili Kina muss weg, ne? Die sollen weiter scouten. Aber ist doch schön, dass Maxi bleibt, oder? Forever a Maverick, das ist hier die Frage, ne? Bleibt Maxi Kleber für immer in Dallas, schön wär's. Aber auch wenn ich vorhin gesagt habe, ne, dass wir jetzt hier schneller vorangehen, Doncic 52 Punkte, wenn der nicht MVP wird, weiß ich auch nicht. Ich werde auf jeden Fall noch 2-mal reingehen, da habe ich Bock drauf. Wood is back. Das heißt, Anthony fällt raus. Aber wir haben jetzt halt Carmelo Anthony schon hier. So, ne, wir geben den beiden mal 20, so. Dann kriegt Melo mal 13 Minuten. Ein bisschen darf er dann auch mitscoren. Wobei man sagen muss... Ne, wir machen es so wie davor, ne? Dass man wirklich sagt, Bertans und Melo wechseln sich da immer ein bisschen ab. Christian Wood kriegt seine 32 Minuten, dann passt das. Phoenix Suns ist schon ein wichtiger Gegner. Wir gucken mal, wer so die wichtigen Gegner sind. Wir sind auf Platz 3. Minnesota und Memphis vor allen Dingen, ne? Und vielleicht noch Clippers, spielen wir gegen die. Ja, gegen Memphis zocken wir sogar noch 3-mal, okay. Gehen wir vor bis zu den Memphis-Spielen, ne? Da will ich auf jeden Fall dann reingehen gegen die Grizz. Lease, das ist nicht ganz unwichtig gegen die Suns hier. Verlieren wir. Okay. Val Aiton ein schönes Double-Double droppt. Gut gemacht.
Oh, yes, yes, yes. Ich werde aber nie durchsimulieren, weil ich will mir immer wenigstens nochmal kurz die Stats angucken. Ich finde das doof, wenn man so einfach bis zu dem Spiel geht, wo man hin will. Ich will mir jedes Ergebnis angucken, das finde ich schon auch immer interessant. Gegen Utah Jazz hier auch super eng. Zumindest war es das bis zum letzten Viertel. Doncic, Wood, Buddy Hield macht seine Sache gut. Bertans hier, ne? Bogdanovic, Markkinen, aber gut, die Jazz wollen auch verlieren. Oh, ich würde gleich auswärts gegen die Grizzlies reingehen. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, dass wir da, wenn es eng ist, reingehen. Sonst haben wir ja noch zwei Gelegenheiten. Sollten jetzt die ersten beiden Games nicht eng sein gegen die Grizzlies, dann würde ich auch einfach von Anfang an reingehen, ne? Gucken wir mal. Es geht hier um Platz 2. Wahrscheinlich werden wir Platz 1 uns nicht mehr holen. Gegen Ja Morant und Co. Und es sieht eng aus. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Wobei sie jetzt hier uns schon... Ja, komm. 8 Punkte ist möglich. Come on. Wir haben 4 Minuten Zeit. Wir haben 4 Minuten Zeit. Come on. Wir brauchen jetzt einen Luka in Topform. Müssen einfach jetzt hier zerstören, ne? So. Schnelle Iso gegen Ja Morant. Ja. Aus dem Weg. Sehr schön. Nur noch 6 Punkte. Nur noch 6 Punkte hier. Ja Morant hier. Ja Morant, ja. Jackson Jr. kann den Dreier mal. Aber jetzt auch nicht so hochprozentig, dass man da riesige Angst haben müsste. Der Ball auf Wood. Oh, kein Stil. Und dann sind wir schon wieder dran auf 4 Punkte. So läuft das hier. So läuft das hier und nicht anders, ne? So und nicht anders. Jones jetzt. Hield verteidigt ihn. Jaren Jackson Jr., JJJ. Ah, ich gehe zu früh hoch. Bin zu früh hochgegangen, mein Fehler. Hat JJJ gut gemacht. Na, hier. Zack. Das war zu einfach. Irgendwo ist ein Foul. Nein! Illegal Block von Capella. Ist nicht so cool, ne? In dieser Phase überhaupt nicht zu gebrauchen, sowas. Gerade hat sich Buddy Hield wie einen Dreier freigelaufen. Das wäre so wichtig gewesen. Die Grizzlies nehmen nochmal eine Timeout, okay. Stehen übrigens bei 4 Fouls. Ich finde es auch cool, dass es da unten so steht jetzt, ne? Ich lasse die aufstellen, wie sie erstmal ist, ne? Erstmal lasse ich sie, wie sie ist. Jackson Jr. Na, was haben sie vor? Adams geht in die Zone. JJJ. Capella kann halt immer zur Hilfe kommen, weil man kann Adams schon allein lassen. Unser Ball. Jetzt hier der Ball. Clint Capella. Ist jetzt nicht der Mann für den Drive und auch nicht für solche Pässe leider, ne? Die war vielleicht gar nicht mal so übel. Ach, Doncic, guter Contest, stark. Wir müssen scoren. Buddy Hield, lauf dich bitte frei. Wir brauchen dich. Oh, der Screen war gut. Na, musste ich abbrechen. Wood stellt den Screen hier seinerseits. Doncic, Buddy Hield, erst der Fake. Und dann macht er ihn einfach rein, Junge. Erst faked er und dann macht er ihn einfach per Dunk rein. Ganz wichtig. Wir bleiben bei der Aufstellung. Die gefällt mir. Wir bleiben erstmal dabei, ne? Ja, Jones. Luca verteidigt ihn. Brooks. Dylan Brooks. Bane. Desmond Bane, unglaublich starker Dreierschütze. Da müssen wir aufpassen, dass er nicht den Wurf kriegt. Jackson gegen Wood. Schwierig jetzt hier für sie noch was zustande zu kriegen. Und sie kriegen den Wurf noch los. Der ist nicht drin. Unsere Defense liefert. Unsere Defense liefert hier gegen die jungen Grizzlies. Luca. Jetzt kommt Luca. Luca zieht alles auf sich. Finney Smith. Money. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes, schönes Ding. Okay, jetzt hier Grizzlies, wohin mit euch, ne? Wir verteidigen euch bisher sehr gut. Na, ich lasse Adams da ein bisschen allein. Der ist drin, okay. Der war drin.
Tyrus Jones hier. Ne, Dylan Brooks, sorry. Nicht Tyrus Jones. Wir gehen nochmal hier vielleicht den Floppy Play. Mit Buddy Hield, das klappt. Ah, der ist nicht drin. Der ist nicht drin, schade. Das wäre ganz wichtig gewesen, hier jetzt ranzukommen. Wir brauchen wieder gute Defense. Ich lasse Jones so allein, das war nicht gut. Da hätte er den Wurf eigentlich nehmen können, schrägstrich müssen. Jackson Jr. nimmt den aus der Bewegung. Trifft ihn nicht. Der war auch zu wild, der Wurf. Luca jetzt hier 2 for 1 oder was? Luca gegen alle. Luca gegen alle. Da wird jemand freigelassen. Aber das ist Clint Capella. Ich habe nicht geachtet, wer es ist. Das war nicht schlau. Es war einfach überhaupt nicht schlau, einfach drauf loszuwerfen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass Capella war. Na, jetzt werden sie viel Zeit von holen. Wir hatten noch einen Foul zu geben. Das konnte man riskieren, aber das ist auch nicht so schlau gewesen, ne? Weil wir jetzt noch weniger Zeit haben. Ich wollte natürlich versuchen, den Steal zu kriegen. Wir werden Capella, brauchen wir jetzt noch, ne? Brauchen wir erstmal noch, okay. Sie werden versuchen, sehr, sehr viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es fast schon besser ist, wenn Adams den Ball hat, vielleicht zu faulen. Geben Sie Adams mal den Ball, dann faul ich sie. Oh, JJJ komplett frei. Der ist nicht drin. Der war nicht drin. Und jetzt Luca. Lauf. Stepback. Macht ihn. Aber es war nur ein Zweier. Es war ein ganz langer Zweier. Es war ein ganz langer Zweier. Ey, wir haben es heute mit engen Sachen, ne? Er macht ihn nicht. Er macht ihn nicht. Desmond Bane macht ihn nicht. Komm, sei nervös, mach den zweiten auch nicht. Er macht den zweiten auch nicht. Er macht den zweiten auch nicht. Luka Doncic jetzt hier. Also, Luka. Oh, Mann. Mann. Ich weiß, ich hätte einen Timeout nehmen können. Mann. Ah. Ich hätte eine Timeout direkt nehmen müssen, nicht nur können. Ich wollte aber die Transition ausnutzen, ne? Ich wollte die Transition-Situation ausnutzen, dass da viel Platz ist. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn der Wurf fällt, dann sagt man, ey, super gemacht, Luca. Transition ausgenutzt, super gemacht. Ah gut, gehen wir weiter vor. Hier wieder Grizzlies, da simulieren wir erstmal vor. Ich will so Richtung Ende jetzt gehen. Richtung Ende Regular Season, um zu gucken. Und vor allen Dingen verlieren wir das Game hier wahrscheinlich, ja. Ah nein, wir haben es gedreht. Wieder ein Punkt. Wieder ein Punkt. Wieder ein Punkt. Die Duelle mit den Grizzlies immer um einen Punkt hier entschieden. Stark. Okay, jetzt auswärts hier gegen die Spurs, gegen die Lakers. Come on. Boah, das ist gerade, jedes Spiel ist gerade spannend. Einfach weil wir kämpfen halt darum, auf Platz 2 zu sein. Ne? Ja, komm, die Spurs haben wir weg. Weg mit den Spurs. Sehr schön. Wood stark, Doncic und Co. Ne? Es läuft. Auch hier kann uns niemand, auch ein Callum Johnson konnte uns nicht stoppen. Jetzt nochmal Lakers. Jetzt nochmal Lakers. Come on, hauen wir auch weg, oder? Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, Leute. Das sieht sehr, sehr gut aus, oder? Doch, doch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir geliefert hier alles, ne? Es läuft. Es läuft, es läuft. Auch eine AD konnte uns nicht stoppen. Wie viele Wochen haben wir noch? Ah, 3 Wochen noch. Komm, wir gehen ein bisschen die letzte Woche vor, Leute. Wir gehen ein bisschen die letzte Woche jetzt im Speed-Modus vor. Und dann gucken wir, dass wir in der letzten Woche nochmal zocken. Komm, hau die Grizzlies weg, hau die Grizzlies weg. Yes. Yes, yes, yes. Buddy Hield macht 29, dafür kam er. Zusammen mit Doncic, Ja Morant und Co. weggehauen. Jetzt nochmal die Warriors. Wir gehen bis zur letzten Woche vor und gucken dann mal auf die Standings, Leute. Dann gucken wir, wo wir stehen und inwiefern wir da noch Chancen vielleicht sogar auf die Krone der Western Conference haben. Und inwiefern, ja okay, langsam haben wir es verstanden mit Dings, ne? Mit dem Vertrauen und so. Gehen wir weiter. Komm, die Hornets hauen wir auch weg. Komm, wir brauchen so eine schöne Winning Streak. Komm, die Hornets hauen wir weg. Ja, schön, schön. Komm, 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 komm. Nice, nice. Nice, nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, ne? Doncic und Co. haben LaMelo Ball und Co. weggehauen. Hauen wir auch noch die hier jetzt weg? Nochmal die Hornets? Back to back die Hornets weghauen? Kann man machen, ne? Kann man machen. Ah, oder? Ja, doch, kann man machen, Jungs. Komm, 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 komm. Yes. 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 Obwohl LaMelo Ball 41 droppt. Okay, noch diese 4 Spiele und danach gehen wir mal wieder in den Game rein. Wir gucken gleich erstmal auf die Tabelle. Das wird so spannend, ob wir vielleicht noch Chance auf Platz 1 haben. Come on.
Komm on, die Pacers auch noch. Oh, ja, das ist alles so eng gerade, ne? Komm. Ah. Okay. Okay, haben wir doch noch verloren. Gegen Jalen Smith und Co. Jetzt Philly. Ach, wir können hier die 50 voll machen, okay. Machen wir mal beste Erstrunden-Picks mal, ne? Und beste Zweitrunden-Picks jetzt noch dazu. Jetzt Philly. Jetzt hier Philadelphia. Die hauen wir auch weg. Und dann gucken wir gleich in der letzten Woche. Und wir gucken, ob Luka Doncic MVP wird. Wir verlieren das, okay. Okay, wir haben verloren. Das ist nicht so schön. Denkt ihr, wir haben noch eine Chance? Das wird interessant gleich, ne? Jetzt die Heat, natürlich auch ein super krasser Gegner. Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus, auch hier. Weil eben Dinwiddie liefert, Wood liefert, Doncic mit einem Triple-Double. Es läuft, Leute. Es läuft. So, wir sind gleich in der letzten Woche angekommen. Ah, wir sind in der letzten Woche angekommen, Leute. Die Hawks hauen wir weg, oder? Das ist doch ein Ticken, ey. Na, nicht mehr eng. Nee. Hawks, keine Chance. Wir gucken jetzt gleich mal auf die Tabelle. Luca wieder ein Triple-Double. Wie viele Triple-Doubles haust du bitte rein, Junge? So, the last week hier. Ne, die letzte Woche. Wir gucken, wir haben noch 3 Spiele vor uns. Und wir sind Erster. Wir sind Erster, Leute. Wir sind Erster. Wir sind Erster. Wir sind Erster. Okay, Kings, Bulls und Spurs. Ich denke mal, gegen die Bulls reinzugehen ist am interessantesten. Sofern es nicht hier jetzt irgendwie schon eng bleibt. Ich gehe in ein erstes Spiel rein, wo es eng ist. Aber Kings sind, ist auch eng hier. Wir müssen nämlich den ersten Platz halten, ne? Nee, das ist nicht mehr so eng. Okay. Bulls finde ich noch am interessantesten. Wir gehen rein. Ich hoffe, es bleibt eng. Wenn es hier jetzt deutlich wird, dann gehe ich nochmal gegen die Spurs rein, ne? Ihr wollt mehr Gameplay, ihr kriegt mehr Gameplay. Also mehr Zockerei. Ah, wobei, ich glaube, hier kann man gleich reingehen. Ja, komm. Es sind 10 Punkte, ich gehe trotzdem rein. Komm, ich will das sichern, weil die Bulls sind ein gutes Team. Sichern wir hier lieber ab, ne? Als dass das hier schief geht. Weil die haben eben DeMar DeRozan und Co. Die haben DeMar DeRozan und Co. Dann versuche ich das jede Folge so dreimal reinzugehen. Haben wir auch immer verschiedene Gegner und Co, ne? Opening Night und werde ich immer mehr spielen. Und Playoffs, Leute, das kennt ihr von mir. Playoffs wird immer sehr, sehr viel gezockt. Also da sowieso, da wird maximal viel gezockt. Na, Luca ist gerade nicht mit dabei. Dann muss der Ball natürlich hier zu Dinwiddie gehen. Clint Capela kommt hier zum Pick and Roll. Caruso verteidigt. Ah, der Ball kam an. Sehr schön. Sehr schön. Clint Capela nutzt das hier. Super No-Look-Pass von Dinwiddie. Ne? Mit dem No-Look-Pass Richtung Conference-Sieg oder was. Ich muss schon sagen, also der Conference-Sieg wäre schon eine leichte Überperformance, oder? Also damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Klar, ich wollte Top 6 werden, der Playoff-Spot. Ah, Buddy Heat kriegt den Platz. Step back. Dreier ist dann nicht drinne. Und der Rebound ist bei uns. Ah. Nehmen den Ball lieber zu Dinwiddie. Gegen Caruso. Buddy Heat muss den jetzt nehmen. Super schwieriger Wurf. Hast sogar noch den Rebound bekommen. Alex Caruso. Einer der größten Fehler damals der Lakers, ihn nicht ordentlich zu bezahlen. Ne? Allgemein, dass man das Team damals so auseinandergerissen hat. Oh, Vucevic macht ihn nicht rein. Ganz, ganz schlechte Wurfauswahl, muss ich sagen. Ganz, ganz schlechte Wurfauswahl. Bertans, ne, Bertans ist ja gerade drin, ne? Aber ich würde gerne Carmelo Anthony. Na, machen wir so. Carmelo Anthony sehen. Na komm. Jetzt hier Buddy Hield. Der Fake und dann nicht die Punkte, okay. Nicht die Punkte. Jetzt hier Vucevic. Lavin ist es, sorry. Jetzt Caruso. Lavin, ah. DeMar DeRozan. Starker Contest von Finney Smith. Unsere Defense ist echt gut in dieser Folge hier. Buddy Hield. Naja, unsere Offense ist aber teilweise in diesem Game hier komplett Schrott. Schrott. Vucevic, der kann den Dreier auch durchaus. Aber er ist jetzt, es ist immer noch Lavin. Ich weiß nicht, warum ich immer Vucevic sage. Ah, faul, okay. Ich weiß nicht, warum ich immer Vucevic zu Lavin sage. Macht ihn. Jetzt haben wir unter anderem Melo mit dabei, ne? Ich glaube auch das erste Mal, dass ich jetzt mit Carmelo Anthony zocke. Gucken wir mal, ne?
Was hast du denn so drauf? Machen wir Punch 5 High. So, Mello. Ah, schade. Kannst du eigentlich, ne? Die Nummer 7. Jetzt hier Buddy Hield gegen Levine. Levine läuft erstmal weiter. Jetzt geht er hier zum Korb und zerstört komplett. Und zerstört komplett. Sagt einfach mal, ey, Dallas, wacht auf. Denn ich bin euer Ende. Na, Caruso ist ein guter Defender. Capella nimmt sich den Ball. Versucht es hier jetzt im Post oder was. Wird gefoult von Caruso. Und das ist kein doofes Foul, wenn man ehrlich ist. Aber Capella macht ihn rein. 21-15. Sehr, sehr stark. Doncic kommt übrigens gleich auch mal rein, ne? Capella macht beide rein. Sehr stark. So, Doncic soll jetzt mal reinkommen, ne? 9 Punkte Vorsprung. Luca. Ja, warum ist... So. Habe ich vorhin wahrscheinlich wieder aus Versehen zurückgewechselt. Jetzt ist Zach LaVine. Oh, Zach LaVine hat viel zu viel Platz gehabt. Ich gehe zu früh hoch. Geh nochmal zu früh hoch. Noch einmal. Capella springt jetzt einfach rum, aber das war halt nicht perfekt. Ich nehme nochmal eine Timeout. Ich will nämlich Luca drin haben. Jetzt gebe ich diese Plakette Pogo-Stick, ne? Die hat Capella ein bisschen zu ernst genommen. So, Luca. Versuchen wir folgendes. Luca nimmt den Drive. Wird wahrscheinlich gleich wieder zwei Mann aufziehen, oder? Die Hilfe kommt, ja. Dann auf Finney Smith. Er kriegt den Dreier. Macht ihn nicht. Capella holt sich den Rebound. Wir haben jetzt Zeit, ne? Gehen wir mit Mello in eine ISO. Das war nicht perfekt. Das war anders gedacht, als es dann umgesetzt worden ist. LaVine, diesmal ist es nicht Vucevic. Trifft ihn aber nicht. Trifft ihn aber nicht. Jetzt Carmelo Anthony. Komm. Ah, der Steal. Das ist kein gutes Game meinerseits, muss man ganz klar sagen. Ne? Trotzdem gewinnen wir das hier und holen uns damit wahrscheinlich die Conference-Krone. Die Western-Conference-Krone. Mello macht das stark hier gegen Vucevic. Oh, wird dann aber böse weggeblockt. Wird dann aber böse weggeblockt. Jetzt ziehen wir Vucevic hier raus. Ah, willst du körperlich machen? Komm, Mello. Muss ich jetzt irgendwie nehmen, auch wenn der Wurf Katastrophe ist. Das Game ist durch. Die letzten paar Minuten hier. Nehmen sie überhaupt noch einen Wurf? Ja, tatsächlich. LaVine nimmt den nochmal. Und auch Doncic wirft den Ball nochmal weg. Ist jetzt aber auch komplett egal. Hauptsache, wir haben das Ding gewonnen. Und Leute, wir könnten eventuell Luka Doncic sogar in unserem ersten Jahr hier zum MVP machen. Das hat sonst immer in meinen Franchise-Serien eine Ewigkeit gedauert. Gehen wir rein, da finden es raus. Ne? Ich bin gespannt. Luka als MVP. Schafft er das? Schafft es Luka Doncic, der MVP zu sein? Letztes Game gegen die Spurs hier. Achso, ich habe nicht drauf gedrückt. Komm, letztes Game. Gewinnen wir doch, oder? Komm. Achso, das dritte ist für dich. Ich dachte gerade viertes. Come on. Ja, das gewinnen wir. Jetzt wird's interessant, Leute. Letztes Game, Buddy Hield 25, Wood und Co. Green. Jetzt wird's interessant. Ist Luka MVP oder nicht? Yes. 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 Most valuable player of the regular season, Luka Doncic. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. 32,2 Punkte, 9,2 Rebounds, 8,7 Assists, 1,5 Steals, 0,5 Blocks. Und die Quoten seht ihr ja. Herzlichen Glückwunsch an Luka Doncic. Paolo Banchero ist Rookie of the Year mit 20 Punkten, 8 Rebounds, 3,4 Assists, 1 Steal und 0,8 Blocks. Quoten seht ihr auch. Herzlichen Glückwunsch an die Rookie of the Year. Sixth Man of the Year von den Celtics ist Malcolm Brogdon mit 17,7. Dann 17,7 Punkte, dann 4,5 Rebounds, 5 Assists, 0,7 Steals und 0,1 Block. Defensive Player of the Year ist Bam Adebayo. 19,1 Punkte gemacht, 11,4 Rebounds, 5,9 Assists, 1,7 Steals, 1,5 Blocks. Herzlichen Glückwunsch an Bam Adebayo zum Defensive Player of the Year. Und der Most Improved Player, dann gucken wir einmal auf Sengun, von 9,6 Punkte auf 12,1. Nicht so eine harte Steigerung.
aber auch bei den Rebounds gesteigert von 5,5 auf 7,3. Assist einen hoch, Steals hoch, Blocks hoch, Quote hier etwas runter, Dreier etwas hoch. Gab anscheinend keinen besseren Kandidaten, aber gut, herzlichen Glückwunsch an den Most Improved Player Alperen Sengün. Coach of the Year ist Ime Udoka von den Celtics. Und Executive of the Year ist Jakob Park von den Celtics. Okay, Leute. All-NBA mit Doncic, Young, Antetokounmpo, James, Jokic, Morant und Co. Und dann natürlich Bam Adebayo als Defensive Player of the Year, logisch. Dann haben wir All-Defensive Team noch. Da ist auch kein... Doch, Doncic mit dabei, okay. Und hiervon All-Rookie Team ist tatsächlich Hardy mit dabei, nur einer im Second Team, okay. Also, wir gucken mal auf die Tabelle erstmal. Gucken wir erstmal auf die Tabelle, bevor wir die Dings simulieren. Wir sind Erster geworden im Westen vor New Orleans, vor Minnesota, vor den Clippers, vor den Grizzlies, die echt noch gefallen sind, ne? Also es war wichtig, am Ende so zu gewinnen. Dann haben wir hier die Suns, Los Angeles und Co. und Portland ins Play-In. Vor den Kings aber sowas von knapp. Houston ganz unten. Im Osten haben wir die Hornets ganz unten. Raptors auch genauso knapp, genauso wie Washington. Gescheitert dafür New York drin. Dann Indiana, Miami, Brooklyn nur ins Play-In. Dann haben wir die Hawks, Bucks und Co. Okay. Weil ich dann auch nochmal kurz gucken will, ist einmal Liga-Führenden. Das will ich auch immer einmal machen nach der Regular Season. Meiste Punkte, Trae Young, knapp vor Luka. Meiste Rebounds hat Jokic geholt, vor Embiid und Allen, okay. Ihr seht ja runter bis Platz 10 ungefähr. Meiste Assists hat aber auch Jokic vor Draymond Green. Zwei Big Men, ne? Auch wenn Green jetzt kein großer Big Man ist. Halliburton, also ist kein Big Man, ne? Aber Power Forward halt. Halliburton stark, Doncic viele, viele Rebounds geholt, okay. Viele Assists geholt. Meiste Steals hat DeJounte Murray, dann Tybull, Simmons, George, Halliburton und Co. Und die meisten Blocks hat tatsächlich Mitchell Robinson geholt, interessant. Feldwurfquote die höchste hat Zion, dann Gobert, Gafford. Und die meisten Dreier hat tatsächlich Devin Booker, Durant, also die Quote, die meiste, die beste Quote. Thompson, okay. Buddy Hield auch mit dabei, sehr schön. Sehr, sehr schön, wenn wir da auch nochmal kurz intern bei uns gucken. Weil meiste Punkte ist klar, aber man sieht, Buddy Hield war der richtige Trade, weil er und Wood eben dann doch zwei Coasters sind wie Doncic, ne? Green hat 7,8 Punkte gemacht, starker Rookie hier, ne? Bei den Rebounds sehen wir Capella und Doncic, dann auch 9,2 wild. Assists, sehr schön, Doncic natürlich, ne? Steals, Green schon mit dabei, Blocks, Capella und Co. Turnovers habe ich eben jetzt gar nicht geguckt, ne? Hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Dreier macht Anthony, okay, die meisten. Wollt ihr die Rookies auch noch sehen? Komm, ich zeige euch die Rookies auch nochmal ganz kurz, ne? Teamstatistiken wäre jetzt ein bisschen too much, ne? Das wäre ein bisschen übertrieben. Hier sehen wir beste Scorer einmal. Mit Banchero ganz oben. Die meisten Rebounds holt Holmgren. Findet ihr solche Stats nice oder nicht? Gerne mal in die Kommentare. Ich muss sagen, mir gefällt es. Ich kann es halt nicht super ausführlich machen, weil es sonst zu lang wird. Aber einmal kurz raufgucken, wer so mit dabei ist, ist schon interessant. Zum Beispiel sehen wir hier Hardy, dass der halt eben... Ja, der fünftbeste Assistgeber ist, auch wenn die Quote nicht so hoch ist. Die meisten Steals Smith, Banchero, Murray, Holmgren, yes. Und die meisten Blocks hat dann tatsächlich auch Chad Holmgren, okay. Interessante Entwicklung, Feldwurfquote und Dreier, okay. Wobei der nicht viele Games gemacht hat, der müsste eigentlich rausfallen, ne. Gut, wir gucken mal jetzt einmal das Play-In an. Simulieren wir einmal Play-In und sehen, dass die Brooklyn Nets sich gegen Miami durchgesetzt haben, dadurch weitergekommen sind. Und die Pacers sich gegen die New York Knicks durchsetzen konnten, da dann aber gegen Miami gescheitert ist. Im Westen sehen wir, die Lakers mussten in die zweite Runde, weil sie gegen die Suns verloren hatten. Und Portland konnte sich durchsetzen gegen die Warriors, der Champion ist raus. Das heißt, im Westen spielen die Dallas Mavericks, also wir gegen die Lakers. Dann Clippers, Memphis ist Memphis. Dann haben wir Minnesota, Denver, New Orleans gegen Suns. Im Osten haben wir dann die, hier, ich fange mal unten an, Philly gegen New York. Gegen die Brooklyn Nets, also nicht einfach nur New York, sondern gegen die Nets, Chicago, Atlanta, Cleveland, Milwaukee und Miami, Boston. Das wären auf jeden Fall richtig, richtig schöne Playoffs. Ich habe richtig Bock drauf. Ich denke ihr auch. Euer Veloci meldet sich fürs Erste ab. Und bye, bye.